Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Risen. Und wir sind zurück auf Takarigua, wo wir jetzt den alten Boost mal ausquetschen bezüglich der coolen Schatzkiste vom alten Stahlbart. Ja, und bevor wir das machen, zocken wir uns natürlich noch die Kiste vom alten Stahlbart. Irgendwie hier hoch. Dann links. Was hier? Oh. Ein Wein und Pokal. Das lassen wir uns doch nicht nehmen. Hier ist ein Bett. Eine leere Kiste. Stahlbartstruhe. Tagebuchseite 4 und 500 Gold. Hoffentlich hat er noch ein paar Antworten für mich. Okay. Ich habe eine weitere Tagebuchseite gefunden. Sehr gut. Was steht drin? Sag du es mir. Zeig mal her. Es scheint die vierte von 4 Tagebuchseiten zu sein. Das heißt, uns fehlen noch 2. Ja, und mein Vater hat hier Hinweise notiert, wo sie zu finden sind. Hm. Nee, siehe, der alte Säufer hat eine gekriegt. So, so. Und hier, bei der Tempelruine. Verstehe. Alles klar. Hier. Was willst du wissen? Okay, wer ist Nesir, den dein Vater erwähnt? Er hat früher oft mit meinem Vater gesoffen, wenn er auf Antigua war. Ah, okay. Ich habe aber lange nichts mehr von ihm gehört. Falsche Insel. Am besten, du fragst mal in Antiguas Hafenkneipe nach. Alles klar. Und was meint dein Vater, wenn er von der ersten Tempelruine spricht? Ich glaube, er spricht von der Tempelruine der Eingeborenen, die in der Nähe seines Grabes ist. Das tut mir furchtbar leid. Ich habe mich mit ihm auf der Schwertküste darüber unterhalten. Er hat mir erzählt, dass er im Laufe seiner Kaperfahrten schon mal da gewesen ist. Hier, ich zeichne dir mal auf, wo es ist. Was habe ich hier? Die Schatzkarte der ersten Tempelruine. Inventar. Ach, ich bin verwirrt. Alles. Übel riechender Brief. Hilfe, jemand, bla. Ich bin auf der Sturminsel. Alles klar. Der Schlund der Erde ist tödlich. Nur wenn der rechte Weg geht, wird bestehen. Nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar, die anderen sind tödlich. Vermerkt, ich habe nur diese eine Seite behalten. Seite 1 habe ich Nesir gegeben. Seite 2 habe ich auf Faranga versteckt. Seite 3 ist in der ersten. Okay. Aber Seite 2 habe ich schon, ne? Ja. Na komm. Wo ist denn jetzt die? Ja. Okay, keine Ahnung, wo die Schatzkarte ist. Logbuch, Stahlbartsartefakt. Stahlbartsschatz, die verlorenen Tagebuchseiten, die Tempelruine. Okay. Hey, cool, ich kann immer sofort zum Beispiel zurück zum Schiff gehen. Aber fett. Naja, erstmal zu Boost. Boost, die alte Schnitte, kann man bestimmt irgendwas Geiles sagen. Ups, da war ein Fenster. Haha, bin ich dumm. Busila. Und wie viel Geld habe ich gerade? 4000. Das nutzen wir als allererstes, um Boost den Spiegel abzuzocken. Hey, Junge. Die Leute quatschen, dass Captain Stahlbart von dem Kraken erwischt wurde. Das stimmt. Mara hat ihn getötet. Bei Neptunsbart. Das ist wahrlich eine schlechte Nachricht. Ich hätte nicht gedacht, dass es den alten Haudegen jetzt schon trifft. Tja, das ist echt umgelaufen. Ich hatte meine Hoffnung darauf gesetzt, dass er den Fluch wieder bricht. Genau, ich brauche mehr. Der Handspiegel. Questerfuck, der Handspiegel. Logbuch. Der Handspiegel. Wo ist er? Matrosenring, Ring, Ring. Proviant. Wo ist der Handspiegel? Knochensäge, Hammer. Ein Früchtekorb? Voller leckerer Früchte. Alles klar. Silberpoker. Ich hör auf alles. Okay, nochmal. Schwert, Titanenbrune, Schiffsflinte. Wo ist der Scheiß Handspiegel?
Ring, Eisenring, Schurke, Fackel, Grog, Proviant, Trank, Schwadron, ne, Schwert, Schwadron, genau. Blutwurz, Gold, Klee, Pulvermond, bla, Würgel, Kogel, Schroh, Dietrich, Schaufel, Haftner, Axt, bla, Tagebuch, Ratschluss, Früchtekorb, Schädel, Rubin, Schädel, Rubin, Saphir, Smart, Janestein, Pokal, Idol, der Schakanumbi, nö. Okay, egal. Hat Stahlbart dir vielleicht gesagt, wo er sein Artefakt versteckt hat? Artefakt? Nein, noch nie gehört. Komm schon, du weißt doch was. Raus damit. Ich kann nicht. Ich habe ihm schließlich mein Wort gegeben. Wir nehmen lieber Wenn du es mir nicht sagst, kann niemand Mara aufhalten. Na schön. Ich weiß nicht genau, wo es ist, aber er hat mal darüber gesprochen. Und? Ja, das ist schon eine amüsante Geschichte. Eines Tages kam er abends hier herein und ließ sich wie so oft feiern. Er behauptete, dass er das beste Versteck gefunden habe, das es zwischen Lufttempel und Meeresgrund geben könne. In Glacias Schatz. Was? Ja, ich hab noch gesagt, du bist doch bekloppt. Der gierige Lump merkt das doch. Aber Stahlbart meinte, wenn es einen Ort gäbe, an dem Garcia nicht sucht, ist es sein eigener Schatz. Das ist ziemlich kranker Scheiß. Und wie finde ich den? Keine Ahnung. Aber hier wurde gemunkelt, Garcia sei zuletzt in Caldera gesehen worden. Alter, die machen mich doch fertig. Die machen mich fertig. Die Schwertkiste in Caldera. Da war ich noch nicht. Da reisen wir jetzt hin. Ja. Und? Alles klar. Das Schiff wird beladen. Wenn ich sage, komm mit. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. Achso, also. Genau, so. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Gib ihm. Die Information war immerhin Gold wert. Jetzt hoffe ich mal, dass die dementsprechende Tempelruine, da ich die schon mal gelehrt habe, nicht mehr so mega schwer sein wird. Aber so wie ich das Spiel kenne, wird sich da schon mal irgendwas einfallen lassen. Wo lande ich jetzt eigentlich? Kann ich eigentlich ohne Probleme jetzt in die Stadt gehen, ohne da auf die Fresse zu kriegen? Sollte ich es ausprobieren? Guck mal, gibt es jetzt neue Gegner? Wenn man eine Insel verlässt, kommen die Gegner dann wieder? Zum Strand. Scheiß Fick die. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, einen mitzunehmen. Ja, zurück zum Schiff. Komm mit. Gut. Ja, dann müssen wir kurz hell machen. Na komm mit, ab ins Bett. Oh ja. Geile Patty, hä? So, jetzt. Nein, jetzt bin ich zu Stück gerudert. Ich bin bei dir. Kann nicht wahr sein. Ich glaube, die Viecher sind echt alle wieder da. So, das war's. Okay, dann kann ich wenigstens mal kurz probieren, ob es irgendwas ausmacht, wenn ich hier reinlaufe. Oh, ein Blaukrallenaffe. Ja, ist ja gut.
scheiß Wichsaffe. Ja, speichern, ob ich auf die Fresse krieg. Rein, raus! Ja. Scheint so, als wenn es echt keinen interessieren würde. Reden wir doch zumindest mal kurz mit Sebastiano. Was der so sagt. Renne. Ah, guck mal, hier unten ist eine Wache. Fauler Sack. Protektor. Bla. Und das ist Sebastian. Dass du dich wieder blicken lässt, spricht für deinen Mut. Das ging nicht anders. Ich brauchte ein Schiff. Wenn's nach Alcazar ginge, würdest du den Rest deines Lebens in einem dunklen Loch verbringen. Aber? Aber ohne Schiff sind meine Männer weitaus motivierter. Jetzt erkennen sie den Ernst der Lage. Es gibt keine Rückkehr. Hier ist unsere neue Heimat. Da habe ich mir ja eigentlich noch eine Belohnung verdient. Vorsicht! Übertreib's nicht! Alles klar. Ja, alles klar. Lol. Okay, ich muss sagen, eine etwas doch billige Ausrede. Wow! Ein geiler Affe! Gib ihm. Bam. Alter, du mieser Scheißaffe. Okay, aber wenn hier natürlich wieder Feinde sind, dann kann ich stark davon ausgehen. Jetzt würde ich sofort links machen. Ja. Ich helfe dir. Egal. Ich stehe einfach die ganze Zeit ab. Ha. Ich glaube, wenn man es drauf hat, kann man Kämpfe bestreiten, ohne relativ oft getroffen zu werden. Na egal. Wir snacken jetzt den Tempel da vorne weg. Und holen uns mal flugs die nächste Seite. Aus dem Tagebuch, das ist noch so ein Scheißaffe. Wie kann man auf die Distanz daneben schießen? Alles da und rein da. Hier muss das irgendwo sein. Achte auf weichen Boden? Achte auf weichen Boden. Aha. Ich glaube, ich gehe in der Mitte nochmal durch, nach oben. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie... Mein Gefühl sagt mir, dass es der komische Ficker sein könnte. Der hier war. Oh, da ging der Affe. Ach scheiße, hier ging der mit dem Affen nur. Okay, ach, da war ich im Boden, ey. Leck mich am Arsch. Na komm, gib ihm. Mir fehlt das passende Ding dafür. Okay, ich habe kein Idol mehr dafür. Wir sollten auf weichen Boden achten. Und schon mal kurz die 18er Fackel. Ich weiß, das geht auf. Was genau soll ich jetzt machen? Mein Vater hat an der ersten Tempelruine eine weitere Tagebuchseite vergraben. Guck dir die Karte an, die ich dir gegeben habe. Eine Karte? Alte Truhe. Ach, an der. Ja,
Wer genau zuhören könnte, wäre echt klar im Vorteil. Was soll ich da mal? Ich habe mich da dann jetzt ewig umgesehen. Ja, Buddelschöner. Buddelschöner, du Nutzer. Das sieht gut aus. Juhu, Seite 3. Er hat sich wirklich große Mühe gemacht, diese ganzen Hinweise zu verstecken. Ich habe in der Tempelruine eine weitere Tagebuchseite gefunden. Endlich. Was schreibt er? Hier ist ein weiterer Hinweis auf eine Falle. Wir kommen der Sache immer ein Stück näher. Kommt mir bekannt vor. Okay, Moment. Also es gibt angeblich 4 Tagebuchseiten und ich habe jetzt 3. Seite 1, Seite 2 hat auch vorhanden, die habe ich schon. Seite 3 ist in der ersten Tempelruine. Nee, sehr gegeben. Okay. Gucken wir uns mal kurz das Logbuch an. Blablabla, zu der Crew in Captain Garcia gesehen worden sein. Der Gierige. Auf den Spuren Garcias in Caldera. Captain Slave soll sich am Antigua aufhalten. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Caldera. Erstmal nach Caldera. Schiffi Schiff. Und in der nächsten Folge setzen wir einen neuen Kurs. Ciao!